Was geht ab, Boys and Girls? Wir probieren heute ein Sneeboss-Team aus. Sneeboss finde ich aktuell sehr interessant in der Meta, weil er einfach mit seinen Steps Gortrom, Primarene und Fuego alle drei halt sehr effektiv trifft. Und alle drei Pokémon sind aktuell sehr, sehr stark vertreten in der Meta. Hier, Pixie trifft auch sehr effektiv mit Unheilsclown. Pixie ist auch in manchen Teams vertreten. Dann Impero trifft er ja auch vierfach effektiv mit Nahkampf. Ne? Also, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Sneeboss aktuell sehr, sehr cool. Und wir spielen den in einem Balance-Team mit sehr, sehr viel Setup. Ja, wir haben Schwertanz mit Glad Impero. Wir haben Falterreigen mit Ramot und Schwertanz auf unseren Sneeboss, den wir auch mit Entlastung spielen. Mit den Grassamen, sprich, ja, mit Entlastung aktiviert, ist ja trotzdem schneller als so manche Mons, die im Rückenwind sich befinden, ja, was ziemlich, ziemlich krass ist. Sprich, ich glaube, das Wichtigste bei dem Team ist es rauszufinden, mit welchem Mon man am meisten Schaden machen kann, so beim Gegnerteam, mit welchem Setup war und den dann versuchen zu enablen mit sowas wie Pixie oder Gortrom. Ja, Like-Code seht ihr oben rechts, so findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und würde ich sagen, ab ins Match. Alrighty, wir spielen gegen Bizarro-Raum mit Maus. Okay. Wir haben hier Falterreigen, ne? Sprich per se. Können wir direkt mit Falterreigen starten. Galagladi ist nur ein bisschen nervig. Da bin ich Erlik mit euch. Wenn der mir auf den Sack geht mit so Psycho-Klinge. Die Marene vorne ist eigentlich ganz nice, weil wir direkt so mit Schallwelle halt arbeiten können. Ja, Eruption macht mir dann auch nichts. Und wir können dann hier das Grasfeld mit Gortrom in the back wiederherstellen. Pixie hat Lebenstropfen, auch interessant. Galagladi-Lied wäre echt nervig. Ich kann hoffen, dass Kollege Schnürschuh nicht mit Galagladi leadet. Gortrom muss auf jeden Fall mit. Und Glad Imperium ist halt auch nice gegen Psy-Spam, Mai-Spam plus der hittet Zwirklop. Ja. Machen wir so. Ehrlich könnte ein bisschen nervig sein. Aber kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Ja, meine Damen und Herren. Regulation H mag ich ein bisschen echt sehr. Ich fand es anfangs ein bisschen überfordernd so. Aber mittlerweile geht's. Oh, warte, den Lied wollte ich glaube ich gar nicht sehen. Was ist denn eure Meinung zu Regulation H? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir gehen hier mal Schallwelle und Hitzewelle direkt rein. Direkt hier Spread Damage on Mars. Wenn der jetzt so ein Fake-Maus ist mit Technica Terra normal, dann weine ich einfach, okay? Dann weine ich einfach. Ich weine. Digga, was für Rundumschutz? Ja, was macht die Maus? Der ist halt wirklich so ein... Ich kann ihn burnen. Ich hab Flame Body. Genau, das meine ich. Gott, wir leben die Attacke. Reicht jetzt. Okay. Ja, krass, Digga, wir drücken da einfach Rundumschutz, ne? Mondgewalt hätte einfach meine ganzen Probleme gelöst. Ich sehe das halt auch weiter einfach Spam. Okay. Wir haben ein sehr stark angehittetes Ramot. Der Kollege brennt, was Cooles. Gehen wir jetzt hier auf Mondgewalt. Terra bringt mir nichts. Erstmal auf Schutzschild gehen. Da kann ich halt denken, so, yo, ich verliere nichts, wenn ich einmal weiter Rundumschutz, Techniker, Population Bomb drücke. Ich hab's sogar gecallt, ne? Das ist so gemein.
Der überlegt, das gefällt mir nicht. Wenn er überlegt, heißt es so, muss ich jetzt Rundumschutz drücken oder nicht? Ich kann nur einmal rauswechseln. So, weil der Gegner sieht, ich habe Rundumschutz gedrückt, der wird jetzt nicht mal noch ein zweites Mal alles drücken. Ne, das kann auch passieren. Ich hatte aber auch Fälle. Okay, mein Schutzschild kommt erstmal raus. Okay, genau. Geh einfach weiter Rundumschutz spammen, weil, jo, ich habe ja nichts zu verlieren. Aber hier kommt... Oh, er geht in mein Schutzschild rein. Das finde ich sehr, 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 sehr spannend. So, hau ab. Okay, kein Fokus gut. Cool. Die Nervensäge namens Galagladi ist weg vom Fenster. Kollege Schnürschuh brennt weiterhin. Wir kriegen hier Überreste. Aber wir leben wahrscheinlich trotzdem noch... wir leben wahrscheinlich trotzdem keinen Population Bomb. Trotz Burn. Was wir halt machen können. Was kommt erstmal rein? Okay, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wobei, es ist so perfekt. Also wir können halt den shooten. Und hier halt rauswechseln in Glad Imperio. So. Wir können aber auch erstmal einen Gordrom raus. Dann haben wir auch Mobility Pressure. Wir haben Grasrutsche Pressure. Ich weiß nicht, ob ich in die Population Bomb fressen lassen möchte. Falls es auf Schutzschild geht, ne? So Schutzschild Bizarro Raum. Doch, Schutzschild Bizarro Raum kann ich, glaube ich, taken. Ja. Das sollte nicht das Problem sein. Weil wenn er Schutzschild drückt, kann ich ihn danach Mogel hieben und eine Mondgewalt hinterher reindrücken. Weil der sieht mir aus, als ob er Terra normal ist. Okay. Sechsmal nur. Das ist ja Wahnsinn. So, hau ab. Junge, Junge, Junge. Und er geht wahrscheinlich auf Bizarro-Raum. Ja. Okay, das Gute ist, wir haben die Feldkontrolle. Er kann nicht mehr rausswitchen, weil ich zwei seiner Mons bereits geshootet habe. Feldkontrolle, Mogel Heap Pressure. Was ist sein letztes Mon? Terra haben wir auch noch oben. Hat er zwar auch. Skirtle oder Silembrim? Das sieht nach Silembrim aus. Okay. Dementsprechend schallwellen wir hier einfach und drücken Mogel Heap. Wenn du jetzt das einzige Silembrim bist, mit dem kuvertischen Cloak Arca Tarnumhang, ne? Dann, Sportsfreund. Dann. Hören wir uns. Ja, Spotlight ist egal. Weil wir jetzt Schallwelle gedrückt haben. Gut. Dann ist er wahrscheinlich. Jo, Lehmob oder so ein Gedöns. An der Stelle kann ich, glaube ich, einfach Schallwelle. Actually kann ich Mondgewalt als Summer drücken. Ich krieg einen Kill. Ob du willst oder nicht, Gegner. Wäre Terra normal, sage ich schon, Terra Feuer auf Gordrom hier eine Option. Einfach damit ich den Zauberschein resiste für den Fall der Fälle. Ich sage, es gibt verschiedene Wege hier zu gewinnen und wir haben einen davon ausgesucht. Spotlight ist okay, da kommt eine mächtige Terra-Kristallisierung. Also Terra, warte mal, Terra-Feuer wäre mies ausge... Ich bin so verwirrt. Okay, ja, okay. Actually, ich glaube, Kehrtwende wäre immer der Play. So. Tschüss. Ach schon, der hat gar nicht Spotlight eingesetzt. Bonk. Der Beulenhelm.
Okay. Ja, beide Mons kriegt er eh nicht gekillt. Sprich, das Ding ist over. Jo. Okay. Quatschiger erster Turn. Aber danach haben wir es sehr gut gedreht. Gut. Ah, das ist schon wieder so gottlos. Ja, Pixie. Planperio. Ach, Digga, das ist alles. Oh, das ist eine unangenehme Team-Comp, wo ich jetzt aus dem Kopf nicht weiß, wie ich das handhabe. Ich kann halt versuchen, mit so Schwertanzgedöns zu arbeiten. Dann kommt Pixie und macht wieder weiter Spotlight-Action und Planperio macht zum Schluss so mit Tiefschlag wachsen. Ja, das klingt auch nach einem Plan. Die Sowisorak ist auch ein sehr, 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 sehr großer Gemeinling. Schauen wir mal. Vielleicht zeige ich auch in diesem Match einfach richtig große Eier und sage einfach, du bist die Sowisorak. Bevor dann der Erdbeben in mein Gesicht knallt. Und ich denke, du bist doch nicht Sowisorak, sondern wirklich ein Walban-Knackrack, was mich kurz deinstalliert. Aber das ist okay. Das ist voll okay. Ja, da ist er schon. Boah, aber Serbul Knarkrak hätte ich echt am wenigsten. Okay, das ist auf jeden Fall Serbul. So Elfenknacker hätte ich erwartet, aber nicht fucking. Ne? Ja, ich finde, wir haben das sehr, sehr gut gespielt, meine Damen und Herren. Gegner hatte nicht den Hauch einer Chance und dementsprechend bin ich der festen Meinung, dass wir sehr, sehr verdient gewonnen haben. Ja. Na gut. Dann halt eben Dondoso. Warte, wir haben hier doch Haze, oder? Yippie. Welchen Terra haben wir? Bitte Stahl oder Poison? Ich schwöre, Terra-Pflanze auf Primarene ist es nicht mehr, Leute. Ist es nicht mehr. Einfach, weil die Heraschei-Teams alle Lumiflora haben. Sprich, wenn die Primarene zockt, zockt Terra-Stahl oder Gift. Vertraut mir einfach. Setup ist halt ein bisschen schwierig. I mean, ich shoot ja mit Sneebos trotzdem das ein oder andere Pokémon weg, ne? Gortrum kann mit Muggelhieb arbeiten. Ich habe jetzt an die gedacht. Ja, der bringt nichts. Der könnte am ehesten noch was bringen, aber ich sag, die 4 geht klar. Okay, wir schauen mal. Wir schauen mal, wie das sich gegen Dondoso, Schmonschmoso, Heraschei, leck mein Ei, spielen lässt. Alter, wilde Trainerkarte. Dondoso, Glimmer. Ich glaube, ich protecte.
Protect Fake Out ist kein Move. Wir gehen hier aufs Ganze. Ja. Er muss halt weg. Und ich glaube auch nicht, dass er ins Tatsu reinkommt. Oder? Ich glaube, wir müssen es einfach callen, dass da jetzt Tatsu reinkommt. Maybe denkt er sich so, okay, das ist so free, jetzt hier mit Dose zu sweepen. Ja, perfekt. Okay. Normal bekommen wir jetzt erst die Dozo-Attacke ab, bevor wir kehrt wenden. Das ist auch sehr cool. Plus Grasfeld ist aktiv, sprich Erdbeben wird geschwächt. Wir haben Unaware. Perfekt, macht keine 50. Das ist eine sehr gute Situation. Ich sage, es ist immer noch geisteskrank gefährlich, einfach weil Glimmora gefühlt das ganze Team unter Druck setzt. Ja, ich schwör's euch, das ist noch lange nicht gewonnen. Warum sind denn beide gleich schnell? Ich habe sonst gedacht, so erstmal Hazen. Also erstmal Dunkelnebel und dann kann ich eine Mondgewalt hinterher reinknallen. Okay, ich glaube, ich gehe einfach auf Lebenstropfen und Dunkelnebel. Ey, sag jetzt nicht, du bist das einzige Heraschein mit... Oh, wenn der Terra Blast ist. Okay, Erdbeben. Alles cool. Okay. Und das knallen wir richtig rein. Best Case positionieren wir uns so. Wie viel mache ich erstmal? Ich mein Leben. Wow. Boah, bitte lebt den. Ah, das ist gar nicht gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den so was viel machen. Aber das Gute ist, die meisten Nigirakis sind halt Walschal. So. Und der hat wahrscheinlich gar keine Attacken, um Primarene zu hitten. Und er hat seine Terra auch schon gewastet. Durch was wir machen können, ist Schallwelle. Schallwelle Mondgewalt. Könnte jetzt mein Play sein. Wellerboom. Wellerboom ist free. Wellerboom ist, glaube ich, nicht das Problem. Hier können wir jetzt einfach... Actually... Ich drücke hier Mondgewalt und hier Schutzschild.
Wenn der Pixie Fake outet, juckt mich das nicht. Okay, perfekt. Ränkeschmied. Okay. Oh, das reicht nicht mal. Das ist ja interessant. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, der hat nichts, um Primarene zu hitten. Grasfeld ist verschwunden. Das ist sehr, sehr nice. Es kann sogar sein, dass wir jetzt mit beiden schneller sind als Gordrom. Wir spotlighten hier. Schallwelle ist halt ein Quatschplay. Aber ich hab's im Urin, dass er irgendwie sein Lemora hier reinwechseln kann. Schade. Ja, krass, hä? Hätte ich einfach ganz normal gezockt, hätten wir jetzt schon gewonnen. Das ist ja der Wahnsinn. Na gut. Ja. Mondgewalt knallt Tatsu. Und wir haben danach Mogeti Pressure auf Glamora. Ja, perfekt. Boah, das macht trotzdem echt gut Schaden. Bin ich ehrlich. Digga, das kann doch nicht sein, dass du einmal nur eine einzige Mondgewalt hitten musst. Und dir das schon zu viel ist. Ich weiß nicht, ob Mogelhieb hier ausreicht. Schutzschild, Mogelhieb ist... Jetzt Schutzschild? Okay. Okay, wir können jetzt auch Gras rutschen. Versuch mal einen Lebenstropfen rauszubekommen und eine Grasrutsche hier rein. Wenn da Glamora reinkommt, nehme ich den mit Kusshand, weil Chip auf dem heißt, Nibos kann er danach einfach mit... Okay, perfekt. So, tschüss. Ist okay. Er hat seine Terra schon aufgebraucht, sprich, wir können... einfach mit den Unheilsklauen Gordrom dann wegschallern. Guck mal kurz. Ja, macht auch genug. Ja, safe. Unheilsklauen. Terra. Grasrutsche. Die Terra brauche ich nirgendwo anders mehr. Team spielt sich gut. Bin ich ehrlich. Ich mag's. Ich hab mich gerade erschreckt. Aber Team spielt sich echt gut. Also, ja, wir haben gewonnen, so gewonnen, aber auch so, was das Feeling betrifft. So. Ich mag's sehr.
Das ist okay. Was, der lebt? Oh, das ist schlecht. Hat das Sludge Wave hier? Protect könnte halt ein Choke sein. Der ist halt paralysiert, aber könnte auf Grasrutsche gehen. Also er wird auf Grasrutsche gehen. Hier hätte ich echt Terra Stahl oder Terra Gift jetzt gefühlt. Grasrutsche. Glaub, ich muss. Also ich fühle mich mit dem Play wohler. Das ist halt Matschbombe. Metallwirbler. Metallwirbler. Warte mal. Was ist denn dann sein Set? Hat er gar kein Sludge Bomb? Sludge Wave so? Ja, wir werden es ja jetzt rausfinden. Er hat sogar. Ja, den lebe ich nicht. Und jetzt muss halt Holzhammer killen und ich zweifle das. Oh, das ist unangenehm. Warte mal. Letalwirbler, Energieball. Meteorstrahl? Bin ich stark vergiftet? Ne, ich bin durch Letalwirbler vergiftet, ne? Sein Play, guck mal, sein Play ist jetzt hier Schutzstacheln. Ja. Deswegen bin ich jetzt auf Mogelhieb gegangen. Ist fehlgeschlagen, ich krieg kein Schutzstacheln, Zwillen ist das spannend. Ich sollte den doch leben, oder? Oh! Digga, das war ein krasser Move. Mit Mogelhieb auf seinen Schutzstacheln. Ich schwöre, das war ein krasser Move. Holy shit. Und dann um Sackhaaresbreite Energieball überlebt. Oh, das ist ja ein lustiges Set. Letalwirbler, Energieball, Meteorstrahl, Schutzstacheln. Wow. So. Oh, Balance. Ja, Balance gegen Balance. Okay. Habe ich irgendwo Verhöhner? Aus dem Kopf würde ich sagen, nein. Oh. Also hier ist Terra-Pflanze, glaube ich, echt gut. Weil wir können direkt mit Schallwelle arbeiten. So. Bin ich hier Terra-Pflanze? Bin ich Terra-Wasser?
Oh Mann. Ist Hutsasalit eine Option für ihn? Ist schwer. Ich weiß nicht so recht. Jetzt auch nur noch 20 Sekunden, ne? Ja, okay, pass auf. Primarine ist... Nein. Wobei, ich glaube, Gortrom Ramoth machen wir. Grimm ist trotzdem fein. Und Pixie, weil ich keine Zeit mehr zum Nachdenken habe. Auch wenn Pixie wahrscheinlich sehr, sehr... Nee, Pixie ist, glaube ich, quatschig. Ja. Halt Redirection ist geil, damit ich mich dann setupen kann. Aber was danach? Kommt da Monetigo im Lied? Ja. Okay. Ein Powerplay, den wir machen können. Hitzewelle und Mogelhieb. So. Like, wenn er angreift, ist. Ah, okay. Eisenabwehr. So ein Set also. Ja, Eisenabwehr down leftover. Das Ding ist... Hier, wir haben jetzt zwei Mons. Die den halt trotzdem relativ gut breaken. Krieg auf jeden Fall eine Kerb. Boah, ich könnte Kerbwende. Okay, warte, warte. Terra-Kristallisierung. Body Press Resistance, Body Press Resistance. So würde ich jetzt erstmal nein sagen. Wir können mal Terra-Pflanze, Gigasauger gehen. Und eine Kerbwende hinterher reinschallern, damit wir die Marene reinbekommen. Wie sieht der hier Despotter aus? Er könnte das mit der Terra kristallisieren. Was er aber nicht macht. Hm. Ah, was er doch macht. Okay. Terra-Flug. Aber das ist perfekt. Wir haben eine Terra-Kristallisierung auf Despot da jetzt halt provoziert. Sprich, wir können Landiras mit Primarene handeln. Ich weiß aber nicht, ob ich hier Primarene reinschmeißen möchte. Ich glaube, ich will erstmal Pixie reinschmeißen. Was? Das one-shottet mich direkt. Krass. Krass. Wir gehen Primarene. Ah, das ist alles nicht cool. Der wird jetzt den linken Slot entweder rauswechseln in Monetigo.
oder protecten. Hoffe ich jetzt, dass Schallwelle und Mondgewalt in den Despotter-Slot den rausknallt? Ja. Gut, Sasa. Und er ist schneller. Das ist alles nicht so geil. Vor allem, wenn es noch die Flinches kommen. Okay. Ja, das ist viel zu wenig. Ja, du bist Live-Orb, Junge. Das war echt wenig. Okay, der ist offensiv fest. Ja, gut, na, Moment. Okay. Was wir halt machen können, ist, wir können halt erstmal ein Double Protect machen. Digga, ne, wir haben halt unsere Antwort auf Moneten, Junge, verloren. Ich glaube, der geht zum Schluss einfach sehr gut durch. Dass der Buddy. Ich weiß, ja, plus 2 Step und so, aber dass der mich direkt One-Hit raushaut. Ja, der ist ja immer noch am Leben. So, beginnt Schallwelle und Mogelhieb hier. Es kann sein, dass der Despot auch noch mal aufbewahrt. Er kann ihn, glaube ich, hier auch sacken so. Aber kann jetzt auch einfach safe Moneten, Junge, rein tun. Aber ich glaube, das ist mehr Hoffen als Realität, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, ich weiß nicht, wie wir gegen Monetigo gewinnen. Like Re-Rap, der kommt jetzt einfach rein und drückt. Ja. Ja, das halt auch noch. Der kommt jetzt hier rein und deinstalliert mich doch einfach, oder? Ich hoffe, dass er halt choked. Ey, das ist over. Ist fair. Ich hab da gut gemacht. Also auf die Schnelle gar keine Ahnung. Wie man das anders hätte spielen sollen. Halt wahrscheinlich gegen, also ja, nicht gegen Setupen. So halt ihn überrennen, bevor er uns überrennt. Ja. Aber war sehr verzwicktes Matchup. So, wow, Junge, Schnee ist nervig, aber ich kann Falter reigen.
Wird das ein Win? Actually macht er doch gar nichts gegen King Gambit und Pixie, außer er leadet mit seinem eigenen Vulcarona. Dann ist das schon ein bisschen nerfig. Ist das ein Lead, den man machen kann? Ich glaube schon. Okay. Was wollen wir noch mitnehmen? Grasrutsche sieht gut aus gegen halt zwei seiner Mons. Jetzt müssen wir noch irgendwie das Vulcarona gut hitten. Gut, machen wir eigentlich hier mit der Schallwelle. Aber nur das ist, glaube ich, nicht genug. Wir können den hier noch mitnehmen wegen Unburden. Nahkampf, Diaclaw. Hitzewelle, Giga Drain halt. Oh, Hitzewelle ist auch sehr nice. Ja, wir nehmen mal die mit. Hitzewelle Gigasauger hittet halt doch Osaluna. Mit Gigasauger. Terra Pflanze schützt uns vor Wutpulver. Und Hitzewelle knallt Fatalicha. Ja, sehr viel Setup haben wir dabei. Machen wir mal. Ist es ein Lied, mit dem ich fein bin? Oh, wahrscheinlich. Ruf den zurück. Ich bin gespannt. Wer kommt denn da jetzt in eine Schallwelle rein? Du. Okay. Und der Terrat. Ist der Speedy? Also wahrscheinlich wird uns jetzt Blutmond einfach deinstallieren. Aber wir kriegen zumindest eine Schallwelle ab. Raus. Oh, das macht doch Schaden. Er geht auf Schallwelle. Lebe ich die nicht? Sogar sehr gut. Ist der Leben Orb? Der ist gar nicht Leben Orb. Okay. Tiefschlag. Mondgewalt. Aber doch eher Schallwelle. Als jetzt für Aurora-Schleier geht, you know. Ja. Ja, okay. Ich sag den Volltreffer, nehmen wir doch mit. Für diese Dreistigkeit hier in Aurora-Schleier einzusetzen. Blutmond ist so unnötig. Der stirbt wahrscheinlich jetzt am Lebenorb wegen dem Volltreffer. Ach, der hat ja gar nicht Lebenorb. Ich vergaß. Ist Hitzewelle hier nicht voll free? Für den Fall, dass es hier Fatalicha reinkommt und Trick Room möchte. Genau dich meine ich. Er hat Blutmund eingesetzt, sprich ich bekomme Falterreigen raus. Ja. Earth Power sollte ich tanken. Schallwelle sollte ich tanken. Ich bekomme erstmal nur meinen Falterreigen raus. Fatalicha stirbt einfach. Wobei Screens sind. Ah, warte mal.
Es ist immer noch fein so. Ja, lebe ich. Hey, warte mal, ich hätte einfach wirklich Hitzewelle drücken können, ne? Aber... Okay. Weil... Warte, es ist wirklich okay. Weil wir haben gerade einen Bizarro-Raum, er geht Bizarro. Okay. Aber wir haben gesehen, sein Osaluna ist schneller als mein Gladimperio. Das heißt, wir können hier einfach Kniefall spaltern. Wir sind hier jetzt hier auf plus 1 und können Hitzewellen. Na, Bluten. Ja, doch. Wir dürfen jetzt hier auf gar keinen Fall passiv agieren. Brutpulver ist voll fein. Voll fein. So, wir knallen den ab. Geht der auf Ramot? Ja, ich sollte den leben. Ich bin plus 1. Ja, perfekt. Aber Hitzewelle muss treffen. Okay. Puh. Okay, was ist sein letztes Pokémon, aber... Du! Drei Runden. Wir gehen einmal auf Schutzschild so. Blizzard. Es hat aufzuschneiden. Perfekt. Sprich, sein Death Boost ist weg, nur noch Aurora Schleier. Ich sollte auch im Blizzard leben. Im Luft plus 1. Ja. Schleier ist auch noch eine Runde da, vorausgesetzt er ist halt. Nicht Lichtleben. Nicht Licht, doch, Lichtleben ist, glaube ich, richtig. Das macht ja echt gar keinen Schaden, Junge. Okay, er misst schon mal irgendwas, ist sehr gut. Und es macht ja überhaupt keinen Schaden, okay. Ist okay, ist okay. Ich wollte nicht gewinnen. Oh Mann, warum kann Hitzewelle... Hat sich gelüftet, okay, sprich, der war... Nicht Lichtlehm. Dementsprechend. Ah. Einfach weiter rein in die Olga. Warte mal, Bizarro ist doch draußen. Wieso gehe ich auf Tiefschlag? Mir ist auch echt nicht mehr zu helfen. Tiefallspalt hätte mir jetzt schon gewonnen. Aber Ramot hat Bock jetzt. Ja, Dicker. Und jetzt misst du noch deine Hitzewelle. Ja, Dicker. Habt getroffen. Sehr gut. Daumen nach oben für Ramot. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und euch das Video gefallen hat. Ey, das Team mag ich wirklich. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.